Seit jeher haben die Menschen zu den Sternen geschaut. Seit jeher hat uns das Universum fasziniert und Fragen aufgeworfen. Was ist noch da draußen? Wie ist das alles entstanden? Wo kommen wir her? Der Mensch will wieder zurück zum Mond. Es ist wie eine alte Liebe, die neu erwacht. Alle Raumfahrtnationen denken über Missionen zum Erdtrabanten nach. Bemannt und unbemannt. China, Russland, Amerika, aber auch Europa und Japan. Die Geschichte des Mondes ist auch die der Erde. Und vielleicht ist er der Ort, an dem der Mensch lernt, dauerhaft fern seines Heimatplaneten zu leben. Herzlich willkommen bei Spacetime mit Ulrich Walter, Astronaut und Wissenschaftler. Er weiß, im Weltraum wartet Unglaubliches auf uns. Die erneute Erforschung des Mondes hat bereits begonnen. Sie ist nicht mehr politisch motiviert, wie zu Zeiten des Kalten Krieges, sondern soll rein wissenschaftlichen Zwecken dienen. Sonden vermessen, erkunden und kartografieren den Mond genauer als je zuvor. Und auf dem Erdtrabanten wurden Spuren von Wassereis nachgewiesen. Daraus könnte Raketentreibstoff gewonnen werden. Eine Grundvoraussetzung für eine erste bemannte Mission tief in unser Sonnensystem. Was werden Sie sagen? Wir waren doch auf dem Mond. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre sind wir doch hingeflogen. Was wollen wir also dort? Nun, um genau zu sein, waren wir eigentlich die ganze Zeit über beim Mond. Denn wir hatten unbemannte Missionen, zum Beispiel Clementine, kartografische Sonden, die also die Oberfläche genau aufgenommen haben, oder LCOS. Aber alles, was unbemannt ist, zählt ja nicht. Und jetzt sagen die Amerikaner, wir sind Pioniere, wir wollen wieder hinaus in die Tiefen des Universums, zum Mond und dann später auch zum Mars. Also hin zum Mond. Wann werden wir dorthin fliegen, bemannt? Nun sagen die Amerikaner so 2023, 2024. Aber nicht dort landen, sondern wie damals Apollo 8 schon, einfach erst nur mal um den Mond fliegen, schauen, ist alles okay, funktioniert die Technik, um dann gleich wieder zurückzufliegen. Also dieselbe Situation wie Ende der 60er Jahre. Es war ein Symbol für die Überlegenheit des Westens. Der Start dreier US-Astronauten in Richtung Mond. Apollo 8 war der erste bemannte Flug des amerikanischen Mondprogramms. Die drei Astronauten, Frank Borman, James Lovell und William Enders, sollten den Mond umkreisen und als erste Menschen seine Rückseite sehen. Doch auf ihrem Flug begleiteten die Entdecker ganz irdische Probleme. Einem meiner Kollegen wurde sehr schlecht. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber es war so schlimm, dass ich meine Sauerstoffmaske gegen den Geruch benutzte. Es wurde auch etwas unordentlich und wir waren auf dem Weg zum Mond lange mit Putzen beschäftigt. Die Reise von Menschen zu einem fremden Himmelskörper. Sie waren aufgebrochen, um den Mond zu erkunden. Doch sie entdeckten die Erde. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty. Und da tauchte die Erde über dem Horizont des Mondes auf. Es war nicht vorgesehen, dass wir Fotos von der Erde machten. Wir sollten uns auf den Mond konzentrieren. Ich hatte nicht einmal einen Belichtungsmesser. Ich entschied mich, die NASA-Planung zu missachten und Frank Borman scherzte noch, hey Bill, du kannst die Erde nicht fotografieren, das ist nicht vorgesehen. Ich nahm die 70mm Hasselblad mit dem Farbfilm und eine lange 250mm Linse und schoss eine Serie. Wie eine Maschinengewehrsalve. Eines davon wurde das berühmte Foto vom Aufgang der Erde. Es war das Bild des Jahrtausends. Die ganze Welt verfolgte den ersten Flug von Menschen zum Mond.
Kurz vor Weihnachten 1968, am Ende eines Jahres voller Gewalt und Revolte und Protesten gegen den Krieg in Vietnam, schickte Astronaut Bill Enders seine Live-Botschaft zur Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und Gottes Geist schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Dann schied Gott das Licht von der Finsternis. Der Blick auf die Erde demonstrierte den Astronauten und auch der Menschheit die Einzigartigkeit und die Verletzlichkeit des blauen Planeten in der Unendlichkeit des Alls. Fast ein halbes Jahrhundert, nachdem der letzte Astronaut den Mond verlassen hat, erwacht die alte Liebe neu. Der Mensch will wieder zurück zum Mond. Seine Faszination auf uns ist ungebrochen. Der Mond hat natürlich auch für uns eine große kulturelle Bedeutung, weil die Nacht ist ja bedrohlich. Der Mond ist sozusagen ein Licht in der Nacht. Er gehört zur Erde dazu irgendwie. Er ist sozusagen ein vertrauter Nachbar und er schützt uns in gewisser Weise, weil sonst vielleicht zwischen uns und dem Weltall gar nichts mehr wäre. Der Mond ist der uns am nächsten gelegene Himmelskörper, nur 3 Reisetage von der Erde entfernt. Wenn ich den Mond sehe am Himmel, dann versuche ich mir einfach vorzustellen, wie dass Menschen dort oben sind oder sein könnten. Ich versuche mir vorzustellen, wie das ist, wenn dort tatsächlich ein Habitat stehen würde und dort wären Menschen, vielleicht sind sie gerade draußen in einem Raumanzug, laufen durch die Gegend oder sind vielleicht gerade in diesem Habitat drin, schauen zurück zur Erde. Ich finde das unglaublich faszinierend. Der Mond als Auslöser der Sehnsucht, den eigenen Planeten zu verlassen und das All zu erobern. Bereits 1870 beschrieb Jules Verne in seinem Roman Reise zum Mond die Eroberung des Himmelskörpers. Und 1902 ließ dann der französische Filmemacher Georges Méliès seine Helden den Mond erobern und nahm dabei den spektakulärsten Anblick der Neuzeit vorweg. Die im All schwebende Erde, die über dem Mondhorizont aufgeht. Es war auch zuerst der Mond, der die Frage aufwarf: Sind wir alleine im Universum? Seit jeher beschäftigt er Astronomen und Kulturwissenschaftler gleichzeitig. Und trotzdem weiß die Forschung bis heute relativ wenig über ihn. Der Mond ist weitgehend unerforscht. Das ist erstaunlich, obwohl er ja so nah ist. Er ist halt dann ein bisschen in den Schatten getreten, nachdem man alle sich auf andere Planeten konzentriert haben. Der Mond ist aus wissenschaftlicher Begründung heraus interessant, weil er vermutlich entstanden ist durch einen Zusammenstoß mit einem anderen Himmelskörper. Und er hat keine Flora, keine Fauna wie die Erde. Deshalb ist er so etwas wie ein Archiv. Also von der Seite her schon sehr spannend. Der Mond, entstanden durch eine kosmische Katastrophe. Die Kollisionstheorie gilt heute als die schlüssigste Erklärung für die Entstehung des Erdtrabanten. Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren trifft ein Protoplanet von der Größe des Mars auf die sich noch formende Erdkugel. Die dabei freigesetzte Energie ist so enorm, dass sie einen Großteil der jungen Erde schmelzen lässt. Riesige Massen an Material werden ins Weltall geschleudert. Die Gravitation der Erde formt daraus eine Scheibe aus Gas und Staub, aus der sich schließlich innerhalb weniger tausend Jahre der Mond bildet. Diese Theorie würde auch seine Größe erklären und sie passt gut zum Alter unseres Erdtrabanten und zu seiner Umlaufbahn um die Erde. Eine weitere Theorie besagt, dass die Erdkugel den Mond durch ihre Gravitationskraft eingefangen hat. Doch daran zweifeln die Wissenschaftler. Kann die Erde überhaupt so einen Mond einfangen? Ist das bahnmechanisch überhaupt denkbar? Ja, also Sie können ja da die physikalischen Gesetze befragen und sagen, geht das überhaupt? Ja, wir wissen, dass es große Planeten können kleine Körper einfangen. Das geht in gewisser Weise. Aber die Erde, kann die das? Und deswegen ist diese Einfangtheorie nicht besonders wahrscheinlich. Und dann bleiben nicht viele Alternativen. Also
Dass der Mond durch einen Einschlag auf die Erde entstanden ist, ist dann wahrscheinlich noch das Wahrscheinlichste. Von der Erde aus sehen wir immer nur die eine Seite des Mondes. Die Rückseite wird oft die dunkle Seite des Mondes genannt. Aber auch dort treten die Mondphasen auf. Der Wechsel zwischen Licht und Dunkelheit. Haben Sie schon mal überlegt, warum das so ist, dass uns der Mond immer dieselbe Seite zuweist? Das ist gar nicht so einfach zu verstehen, denn schauen Sie mal, wenn das die Erde ist und der Mond dreht sich um die Erde, dann muss es ja so sein, dass er nicht nur eine Umkreisung um die Erde macht, sondern er muss sich dabei auch genau einmal um sich selbst drehen, damit er immer dieselbe Seite zur Erde weist. Kann das Zufall sein? Nee, das ist kein Zufall. Das ist Astrodynamik, nennt man das. Woran liegt das? Nun, das Gravitationsfeld der Erde ist nicht parallel, sondern geht nach außen etwas weiter auseinander. Und das führt dazu, dass der Mond leicht in die Länge gedehnt wird. Also, wenn das hier die Erde ist, ist er in dieser Richtung etwas länger. Und das führt dazu, dass er sich nicht mehr frei um seine Achse drehen kann. Und das wiederum führt dazu, dass er mit der Zeit Drehenergie verloren hat über die Jahrmilliarden und irgendwann zu einem sogenannten Lock-in gekommen ist. Also die Synchronisation der Eigendrehung mit der Drehung um die Erde. Das ist der Grund und das hat viele Milliarden Jahre gedauert. Wenn es jetzt aber so ist, dass wir immer dieselbe Seite sehen, und da haben sich die Menschen gefragt, wie sieht denn dann die Rückseite aus? Sieht sie genauso aus, was wir hier sehen, mit diesen dunklen und hellen Flecken? Und das ist ein Thema und eine Frage, das hat Tausende von Jahren gebraucht, bis wir endlich vor wenigen Jahren die Antwort gefunden haben. Die erdabgewandte Seite des Mondes wurde zum ersten Mal durch die sowjetische Sonde Lunik 3 fotografiert. Mittlerweile liefern Mondorbiter hochauflösende Bilder der Mondrückseite. Sie sieht grundsätzlich anders aus als die Seite, die wir von der Erde aus sehen können. Es gibt auf der Rückseite nur einen Bruchteil der großen dunklen Flecken, die wir Menschen beim Blick auf den Mond stets sehen können. Früher hielten viele diese Flecken für Meere und so tragen sie auch heute noch den Zusatznamen Mare. Die Meere sind etwa 3 Milliarden Jahre alt. Sie könnten durch Kollisionen mit großen Meteoriten entstanden sein. Man vermutet, dass Lava an die Oberfläche drang und nach in die riesigen, durch die Einschläge entstandenen Krater floss. Es ist eine nicht bestätigte Theorie. Eine andere Theorie sieht die dunklen Ebenen nicht als Einschlagsbecken, sondern als das Ergebnis rein vulkanischer und seismologischer Aktivität. Messungen der Mondschwerkraft scheinen zu belegen, dass zumindest die größte Mare-Region, der Ozean der Stürme, durch einen rein geologischen Prozess entstanden ist. In beiden Fällen würde aber die auf den Mond wirkende Gezeitenkraft der Erde erklären, warum die großen Flecken überwiegend auf der sichtbaren Mondseite auftreten. Die Erdschwerkraft zog einst die Lava an, wie der Mond das Wasser unserer Ozeane. Sicher ist aber, dass der Mond auch weiterhin einem wahren Bombardement großer und kleiner Himmelskörper ausgesetzt war. So entstanden auf seiner gesamten Oberfläche die unzähligen Krater unterschiedlichster Größe, die bis heute sein Aussehen prägen. Allein von der Erde aus sind über 300.000 Mondkrater mit einem Durchmesser von mehr als einem Kilometer zu sehen. Weil also unser Mond durch einen Einschlag eines anderen Planeten in unsere Erde entstanden ist, ist so viel Masse in den Weltraum hinausgetragen worden, dass wir einen relativ großen Mond haben. Schauen Sie sich das an. Der Durchmesser des Mondes ist ungefähr ein Viertel des Erddurchmessers. Dieses Verhältnis 1 zu 4 ist einmalig in unserem Planetensystem. Das gibt es nur hier bei unserer Erde. Und das hat ganz wichtige Folgen. Das erste ist Ebbe und Flut. Die Gravitation des Mondes zieht an dem Wasser, an den Ozean unserer Erde. Und deswegen entsteht hier auf der Vorderseite ein Wasserbuckel. Und auf den Seiten haben wir dann die Ebbe. Es gibt aber noch einen zweiten wichtigen Grund oder eine Folge, warum der Mond auch gut für uns ist. Denn unsere Erde ist nicht wirklich rund. Sie ist etwas abgeplattet.
Das liegt daran, dass sie sich dreht, wir sehen das hier, und durch diese Drehung ist sie am Äquator etwa 40 Kilometer breiter als an den Polen. Stellen Sie sich also unsere Erde wie eine Kugel vor, mit einem Wulst drumherum am Äquator. Und an diesem Wulst greift die Gravitation des Mondes an und hält die Erde in dieser Drehachse. Das bedeutet, dass sich über die Jahrmilliarden diese Drehachse so gut wie gar nicht geändert hat. Und das war für uns lebenswichtig, denn das garantierte, dass das Klima über die Jahrmilliarden konstant blieb. Das war auf dem Mars nicht so, das war nur auf der Erde. Und hätte es also unseren Mond nicht gegeben, gäbe es keine Menschheit auf der Erde. Woher wissen wir das alles? Nun, wir waren vor 50 Jahren auf dem Mond und dort haben wir dann sehr viel über den Mond und unsere Erde erfahren. 16. Juli 1969. Eine Saturn-V-Rakete schießt Apollo 11 in Richtung All. An Bord die drei Astronauten Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin und Michael Collins. Zum ersten Mal sollen Menschen auf dem Erdtrabanten landen und seine Oberfläche betreten. Das größte Abenteuer der Menschheitsgeschichte. Die Nacht über bin ich wach geblieben, habe alles auf dem Fernseher verfolgt. Mein Vater hatte mir schon viel früher, nämlich 1957 sozusagen, den Ursprung dafür gesetzt, als Sputnik geflogen ist. Da hat er mir gesagt, Junge, da oben fliegt Sputnik. Und seitdem habe ich dann immer, natürlich mit 3 Jahren noch nicht, aber später dann alle Raumfahrtmissionen verfolgt und natürlich auch diese Nacht. Und ich bin dann gleich aufgeblieben. Ich habe mich dann nicht mehr ins Bett gelegt. Ich war so aufgeregt. Ich bin dann gleich die ganze Nacht aufgeblieben. Nach 4 Tagen Flug landen die ersten Menschen auf dem Erdtrabanten. Es ist der 20. Juli 1969, 20.17 Uhr Weltzeit. Ort Mare Tranquillitatis, das Meer der Ruhe, Mond. Zuerst betritt Neil Armstrong die Mondoberfläche. 15 Minuten später folgt ihm Buzz Aldrin. Die beiden Astronauten hissen die US-Flagge, installieren einen Laserreflektor und nehmen Bodenproben. Die ersten Menschen auf dem Mond sammeln insgesamt 21,6 Kilogramm Mondgestein ein. Doch die Mission hat keinen eigentlichen wissenschaftlichen Zweck. Das Apollo-Programm war kein Programm der Wissenschaft oder Forschung. Es war ein Programm, um die kommunistische Sowjetunion zu schlagen und sollte so beweisen, dass unser System, Demokratie und Kapitalismus, das bessere ist. In 5 weiteren Missionen betraten US-Astronauten den Erdtrabanten. Die letzten Spuren im Mondstaub hinterließ Eugene Cernan. Das war im Dezember 1972. Danach wurde es erst einmal ruhig um den Mond. Der Mond ist in den letzten Jahren wieder interessant geworden, weil man ihn als Sprungbrett benutzen möchte, um weiter zu fliegen, also zum Mars zum Beispiel. Und es ist sowas wie der erste Schritt aus der Haustür raus. Man hat das damals mit den Apollo-Missionen gemacht, um überhaupt mal technologisch zu zeigen, wir können das, ja, also die Amerikaner in diesem Falle. Aber wenn man zum Mars will, muss man mehr machen. Man kann nicht nur einfach zum Mond fliegen und sagen, wir haben es geschafft, sondern man muss zeigen, dass man zwischen Mond und Erde eine Verbindung schaffen kann. Also dass man zum Beispiel auf dem Mond eine Station aufbauen kann, wo Personen mehrere Wochen oder Monate leben können. Der Mensch wird es sich nicht nehmen lassen, seinen Fuß erneut auf die Mondoberfläche zu setzen. Als Wissenschaftler und als Forscher. Er ist der perfekte Ort, um neue Technologien zu erproben. Zudem ist der Mond voller Rohstoffe. Im Jahr 2009 konnte die Wissenschaft gefrorenes Wasser auf ihm nachweisen. 2 Jahre vorher wurde von der XPRIZE Foundation ein Wettbewerb für die erste private Mondlandung ins Leben gerufen. Das Preisgeld stiftete Google. Doch keines der Teams konnte die Aufgabe erfüllen. Der X-Preis lief einfach aus, dann zu einem gewissen Zeitpunkt. Das ist bedauerlich, aber man muss sagen, Google hat trotzdem erreicht mit seinem X-Preis, dass es eben auch kleinere Unternehmen gibt, die das jetzt bewegen. Zum Beispiel die Part-Time-Scientists hier auch aus Deutschland heraus, die diesen Flug zum Mond trotzdem machen werden. Wir haben einfach eine ganz andere Welt heute. Wir haben nicht mehr diese beiden Supermächte, Sowjetunion und Vereinigte Staaten von Amerika, die Raumfahrt machen im Kalten Krieg,
sondern wir haben heute mehr als 70 Raumfahrtnationen weltweit, plus Industrie, plus Wissenschaft, die alle Raumfahrtmissionen machen. Und das ist eine ganz neue Welt und das ist eine tolle neue Welt, die uns ganz neue Dinge ermöglicht. Aufgabe war, einen Rover auf dem Mond zu landen und Bilder zurück zur Erde zu funken. Die Preisstifter wollten so den Anreiz zur Entwicklung neuer Technologien und Geschäftsfelder schaffen. Ganz unabhängig von staatlichen Einrichtungen. Was wollte denn Google jetzt mit seinem X-Preis erreichen? Nun, Google sagte im Jahre 2007, das erste Team, was erfolgreich auf dem Mond landet und dann noch 500 Meter weit mit einem Rover fährt, die bekommen 20 Millionen Dollar. Reichen denn 20 Millionen? Nein, es haben sich mehr als 20 Teams beworben, aber die mussten viel mehr Geld investieren. Denn allein eine Rakete, um von der Erde zum Mond zu fliegen, dafür muss man 100 Millionen investieren. Also sehen, dieser Preis hat nicht gereicht und das war dann der eigentliche Grund, warum es gescheitert ist. Ist damit das Geld umsonst ausgegeben? Für diese Teams? Nein, überhaupt nicht. Denn das waren ja alles junge Ingenieure, hochengagierte Menschen. Und sie haben viel neue Technik entworfen. Und diese jungen Ingenieure haben nicht nur viel für ihr Leben gelernt, sondern diese Menschen werden in Zukunft tatsächlich günstige Technologie bauen, um dann wirklich damit zum Mond zu fliegen und vielleicht später auch zum Mars. Auch deutsche Teams beteiligten sich an dem Wettbewerb. Die aussichtsreichsten Kandidaten kamen aus Berlin. Junge Menschen, die den Mond erobern wollen. Ich fand das vom Gedanken her so unglaublich, diese Vorstellung, dass man privat, als Privatinitiative, privatwirtschaftlich, aber auch als private Person sagt, ich baue etwas, was ich ins All und zum Mond schicke. Und das war das, was mir damals so diesen Anschub gegeben hat, sich mit Freunden, Bekannten und allen Leuten, die man so finden kann, zusammenzusetzen, zu diskutieren. Macht das Sinn? Kann man das machen? Braucht man, muss man die NASA sein? Oder kann man privat überhaupt sowas stemmen? Das Start-up-Unternehmen gewann einen der begehrten Milestone-Preise des Wettbewerbs. 750.000 Dollar, die in den Aufbau der Firma gesteckt wurden. Mittlerweile arbeitet das junge Unternehmen unter realen marktwirtschaftlichen Bedingungen an dem Projekt Mondlandung. Das Landemodul und der Rover befinden sich in der Endentwicklung. Uns geht es darum, dass wir Raumfahrt quasi erschwinglich machen, dass eine Universität, die jetzt ein Instrument entwickelt hat, mit unserer zu uns gehen kann und sagen kann, hey, pass auf, wir wollen dieses Experiment auf der Mondoberfläche haben und dann für einen kleinen Obolus bringen wir das dann dorthin und dann kann diese Universität das Experiment durchführen. Momentan ist das halt alles noch staatsgetrieben und von daher auch sehr bürokratisch und politisch. Und wir wollen quasi mit unserer Dienstleistung Ländern und Universitäten den Weg zur Oberfläche des Mondes bereiten, die bisher das noch nicht konnten. Mit den Erfahrungen der Apollo-Missionen und dem Fortschritt der Technik ist eine unbemannte Landung auf dem Mond auch für private Unternehmen durchaus realisierbar. Nicht günstig, aber im Bereich des Möglichen. Eine ganz neue Etappe bei der Eroberung des Weltraums hat begonnen. Wie schwierig ist es eigentlich, zum Mond zu kommen? Nun, er ist eine Entfernung von etwa 400.000 Kilometer. Das ist schon ziemlich viel im Vergleich zur Raumstation. Die fliegt nur in einem Abstand von 400 Kilometer. Man ist in einer Dreiviertelstunde in der Raumstation und wieder zurück. Zum Mond braucht man 2 bis 3 Tage. Und man muss ja auch noch dort landen. Man braucht also ein Landegerät und dann wieder zurück den ganzen Weg. Und überhaupt die ganze Versorgung dauert auch mehrere Tage hin und zurück. Also Sie sehen, der ganze Aufwand ist gigantisch. Die Rakete muss doppelt so groß sein wie eine Sojus-Rakete. Der Aufwand ist riesig. Und wenn wir auf dem Mond sind, haben wir ja noch ganz andere Probleme als hier auf der Erde oder auf der Raumstation. Denn dort oben sind ganz andere Temperaturen. Tags ist es etwa 100 Grad Celsius heiß und nachts minus 100 Grad Celsius. Also insgesamt 200 Grad Celsius Unterschied. Das muss mein Raumanzug aushalten können. Und dann gibt es noch die ganze Sonnenstrahlung. Ich meine jetzt nicht das Licht, sondern der Sonnenwind, also die Protonen, die auf meinen Anzug einprasseln, ihn durchdringen und meine Gene verändern. Astronauten auf dem Mond verlieren so im Mittel einige Jahre an Lebenserwartung dadurch. Und dann habe ich noch den Druck, den Innendruck in meinem Anzug. Draußen habe ich ja Vakuum. Der Anzug ist steif, ich kann mich nicht so gut bewegen. All das sind Probleme, die uns auf dem Mond erwarten.
Gleich ein ganzes Dorf möchte die Europäische Raumfahrtagentur ESA auf dem Mond errichten. Noch ist es eine Idee, ein Konzept für eine Zusammenarbeit aller Raumfahrtnationen. Moon Village soll der neue internationale wissenschaftliche Außenposten der Menschheit im All sein. Ähnlich den Forschungsstationen in der Antarktis. Raumfahrt hat neben diesen wissenschaftlichen Aspekten und neben diesem Explorationsgedanken eben auch geopolitische Wirkung. Und deshalb war es mir wichtig, etwas zu überlegen, wo wir diese geopolitische Dimension noch stärker ausprägen können. Und da kam diese Idee des Moon Village. Also eine Idee, was ist ein Dorf auf der Erde? Ein Dorf auf der Erde ist, da sammeln sich Leute zusammen, die einen sagen, okay, dieser Ort ist interessant, hier können wir eine Gemeinschaft bauen. Und diesen Gedanken jetzt übertragen in die Raumfahrt hieß, einen Ort zu finden, das ist der Mond. Der Bau einer internationalen Station auf dem Mond wäre ein logischer Schritt in der Weiterentwicklung der Weltraumforschung. Ich finde dieses Konzept des Moon Village sehr inspirierend, sehr faszinierend. Und ich denke, es ist auch eine gute Idee, um die verschiedenen internationalen Institutionen zusammenzubringen und tatsächlich an einem Strang zu ziehen, um Menschen auf den Mond zu bringen. Denn Menschen zum Mond zu bringen, das ist nichts, was eine einzelne Nation allein machen sollte oder wahrscheinlich auch kann, sondern das erfordert wirklich starke internationale Zusammenarbeit. Der Raumfahrtindustrie würde ein eigenes Forscherdorf auf dem Mond einen gewaltigen Aufschwung bescheren. Eine dauerhafte Station würde helfen, neue Technologien zu testen. Gleichzeitig würde sie auch ganz neue Technologien hervorrufen. Man könnte hier die Techniken entwickeln, um noch viel tiefer in unser Sonnensystem vorzudringen und lernen, wie der Mensch lange Zeit außerhalb seines Planeten leben kann. Und diese internationale Forschungsstation würde die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Nationen der Erde vertiefen. Zum Mond kann jeder hinfliegen, natürlich mit technischen Schwierigkeiten, aber jedenfalls er kann hin. Es gibt keine Schleusen, die einen abwehren können, wie bei der Internationalen Raumstation. Man kann also auch selbstständig zum Mond fliegen. Das ist der eine Punkt. Und das andere, es gibt so viele unterschiedliche Akteure weltweit. Wenn die nun gemeinsam oder unabhängig voneinander, aber zum selben Ort fliegen, dann ist das plötzlich eine neue Gemeinschaft und führt zu internationaler Zusammenarbeit auf einem ganz anderen Niveau. Wissenschaftler und Ingenieure forschen an Problemlösungen zur Besiedlung fremder Himmelskörper. Ob Mond oder Mars, der Mensch muss dort dauerhaft überleben können. Er braucht eine Behausung, ein Habitat. Das Baumaterial komplett von der Erde mitzubringen, wäre viel zu aufwendig und zu teuer. Speziell 3D-Drucker sollen Missionen ermöglichen, die weit von der Erde wegführen. Das Konzept ist, dass man eigentlich am Mond dann nur den Sand und die Sonne braucht. Es gibt ja keine Atmosphäre, das heißt, man kann die Sonne optimalst nutzen, den Strahl bündeln und so den Sand sintern, das heißt kurz vor dem Schmelzen, und eben zusammenbacken. Längerfristig gesehen ist das ein sehr realistisches Konzept, mit dem Material, das ich vor Ort habe, das zu verwenden, um Strukturen zu schaffen, die konstruktiv, statisch etwas aushalten, wo man innen eine druckdichte Hülle hineinblasen kann und so eben eine Basis konstruieren kann, wo man wirklich längerfristig auf mehrere Jahre hindurch forschen kann auf dem Mond. Roboter sollen selbstständig eine Basis auf dem Mond aufbauen. Die benötigten Rohstoffe und die Energie werden vor Ort gewonnen. Es sieht nach der Vision eines Science-Fiction-Autors aus. Doch genau daran arbeiten die Entwickler bereits. Diese Überlegung, den Regolith zu benutzen, um Strahlenschutz zu formen, ich denke, das ist sehr realistisch. Ich meine, im schlimmsten Fall, wenn es gar nicht funktionieren würde, den Regolith irgendwie zu bearbeiten, dann kann man ihn immer noch aufschütten. Das heißt, ich baue mein Habitat und schütte dann mehrere Meter hoch diesen Regolith auf. Das wäre so die, ich sag mal, die schmutzige Variante. Die etwas saubere Variante ist tatsächlich, dass man eine Mauer druckt. Ein langfristiges Überleben von Menschen auf fremden Himmelskörpern stellt die Wissenschaftler vor viele neue Herausforderungen. Es gibt sehr viele Sachzwänge, die harschen Umweltbedingungen,
Oder eben auch dieser minimale Raum oder der Raum, den die Transportrakete vorgibt. Das Besondere an Ski ist, dass es auffaltbar ist, dass es aus Schalen besteht, die sich aus einem Kern heraus auffalten. Das Volumen wird verdoppelt. Es ist also kein sogenanntes aufblasbares Modul oder inflatable, sondern eben über diese Schalen transformierbar. Die zukünftigen Eroberer des Alls werden nicht nur ein paar Stunden auf einem fremden Himmelskörper verbringen, sondern viele Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre. Wenn ich dann einmal auf dem Mond gelandet bin, wie sorge ich dafür, dass die einzelnen Module so positioniert werden, dass ich sie tatsächlich miteinander verbinden kann? Und wie dann auch die Verbindungen durchgeführt werden? Es ist natürlich nicht so, dass ich die Module irgendwie ablade und dann Menschen hinschicke und die bauen das zusammen. Das ist zum einen viel zu groß für einzelne Menschen, das zu schaffen. Und zum anderen möchte man ja das Habitat aufbauen, bevor man Menschen hinschickt. Denn das Ganze soll ja schon funktionieren. Man möchte sicher sein, dass das funktioniert, bevor man Menschen überhaupt in eine Rakete steckt und dorthin schickt. Das heißt, das Ganze muss auch so konzipiert sein, dass man das robotisch aufbauen kann. Auch die NASA will zum Mond zurückkehren. Die Amerikaner arbeiten bereits an einer neuen Schwerlastrakete. Mit ihr sollen Astronauten zum Mond fliegen. Und mit der neuen Superrakete will die NASA auch eine neue Forschungsstation in die Mondumlaufbahn schießen. Ihr Name? Lunar Orbital Platform Gateway. Wozu braucht man denn jetzt eigentlich so eine Raumstation um den Mond? Nun, zunächst erstmal, wie sieht so ein Orbit aus? Zunächst fliegt die Raumstation relativ nah am Mond vorbei, um dann ganz weit raus sich vom Mond wegzubewegen. Ein voller Orbit, also raus und wieder zurück, dauert etwa eine Woche. Und daran sieht man, oh, das geht sehr weit raus. Nun, wozu brauchen wir so einen Orbit? Nun stellen Sie sich vor, die Orion-Kapsel mit den Astronauten will auf dem Mond landen, dann dockt sie erstmal an dieser Raumstation an. Man checkt dann aus, nennt man das, um von hier aus erst auf den Mond runterzugehen. Auf dem Rückweg dockt man wieder an die Raumstation an, um dann von hier aus wieder zurück zur Erde zu fliegen. Das ist der eine Punkt. Man braucht sie allerdings auch als Raumstation, um wieder Wissenschaft zu machen. Also das, was wir damals oder bisher mit der Raumstation um die Erde gemacht haben, machen wir jetzt um den Mond herum. Und was wir auch brauchen, ist eine Plattform, von der wir aus fernsteuern können, die ganzen Rover und Roboter, die sich eventuell auch auf dem Mond bewegen. Und ganz wichtig, wir wollen ja zum Mars. Und hier dient die Raumstation wiederum als Zwischenhaltepunkt, um zum Mars zu fliegen. Bisher war die Internationale Raumstation der wissenschaftliche Außenposten der Menschheit im All. Doch das Weltraumlabor fliegt dem Ende seiner Betriebszeit entgegen. Und so sieht die NASA eine Station im Mondorbit als logischen nächsten Schritt. Doch noch ist dies nur ein Projekt. Und davon gab es bei der NASA in den letzten Jahrzehnten viele, die über ein theoretisches Stadium nicht hinausgekommen sind. Die NASA hat viele Projekte und sie ist vollkommen abhängig vom Kongress, von jedem einzelnen Senator. Das Hauptanliegen ist mittlerweile, den Leuten einfach ihren Job zu erhalten. Dabei ist es der NASA egal, an was die Leute arbeiten. Eine Station auf dem Mars, auf dem Mond, auf der Sonne. Solange das Geld da ist, um die Leute zu beschäftigen. Das ist der momentane Zustand unseres Raumfahrtprogramms. So sieht es leider aus. Seit dem Ende des Shuttle-Programms kann die NASA nicht einmal mehr selbst Astronauten ins All schießen. Die Amerikaner sind auf die russische Raumfahrtagentur Roskosmos angewiesen. Nur sie hat mit ihren Sojus-Raumschiffen die Möglichkeit, Menschen zur Raumstation zu transportieren. Eine bei den Amerikanern höchst unliebsame Abhängigkeit. Und Roskosmos lässt sich diese Transportleistung gut bezahlen. Rund 60 Millionen Euro muss die NASA für jeden Passagier an die Russen überweisen. Der Mond lockt nicht nur Wissenschaftler und Forscher an, sondern auch Goldgräber. Der Erdtrabant ist ein riesiges Rohstofflager, das um unseren Planeten kreist. Gold
Platin und Iridium werden auf dem Mond und den Asteroiden vermutet. Die Hoffnung auf das große Geschäft im All beflügelt die Fantasien von Privatpersonen und Investoren. Wahren Unternehmergeist zeigt hier Luxemburg. Das winzige Großherzogtum plant seine Zukunft und will Vorreiter in Sachen Weltraumbergbau werden. Was kann man, was darf man, was ist im Einklang mit internationalem Recht? Wir haben mit mehreren Unis zusammengearbeitet und vielen Experten und kamen eigentlich zu dem Schluss, um es mal einfach auszudrücken, dass man die gleiche Gesetzgebung anwenden könnte wie die der internationalen Gewässer. Die darf auch kein Staat sich aneignen, allerdings darf er dort fischen und er darf den Fisch kommerziell auch nutzen. Vom Mond oder von Asteroiden gewonnenes Wasser lässt sich in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. Eine ideale Quelle für Raketentreibstoff. Und Unmengen davon bräuchten bemannte Missionen tief in unser Sonnensystem. Eine Tankstelle im All wäre mehr als eine Goldgrube. Und so sammeln heute schon Firmen Geld ein, um in Zukunft nach Edelmetallen auf dem Mond zu schürfen oder Treibstoff im All zu gewinnen. Ich denke, es ist realistisch, Rohstoffe auf dem Mond abzubauen. Die Frage ist dann natürlich, was man mit diesen Rohstoffen bezwecken will. Ob man die zur Erde zurückbringt, um Rohstoffmangel hier auszugleichen, das wäre eine Möglichkeit, ist aber mit Sicherheit sauteuer. Die andere Möglichkeit ist, dass man die Rohstoffe, die man auf dem Mond gewinnt, gezielt dafür nutzt, um weiter ins All zu fliegen. Also dass man zum Beispiel Wasser auf dem Mond gewinnt, um dieses Wasser zu nutzen, um eine längere Reise zum Mars anzutreten. Das Fördern von Bodenschätzen im Weltraum oder dem Mond für eine gute Dividende auf der Erde. Das klingt heute noch nach Science Fiction, könnte aber in naher Zukunft Realität werden. Space Mining, wie das ja so schön heißt, also Abbau von Rohstoffen im All, ist im Moment noch Science Fiction, aber wie in der Vergangenheit so häufig aus Science Fiction Science Facts wurden, glaube ich, dass es auch hier passieren wird. Ob der Mond nun das beste Objekt dafür ist oder ob man zum Beispiel zu Asteroiden fliegt, das kann ich nicht beurteilen. Aber Tatsache ist, dass es sehr ernstzunehmende Firmen gibt, die auch ernstzunehmende Überlegungen haben, um im Weltraum Rohstoffe abzubauen. Und auch die staatlichen Raumfahrtagenturen denken über den Abbau von Bodenschätzen auf dem Mond nach. Wenn die Menschen tief in unser Sonnensystem vordringen wollen, dann brauchen sie die Ressourcen aus dem All. Die Menschheit generell hat sich nie mit Grenzen abgefunden. Und wieso sollte man davon ausgehen, dass die Menschheit irgendwann sagt, okay, wir haben die Welt jetzt erforscht, die kennen wir und jetzt bleiben wir hier und alles ist gut. Ich denke, dass es der Drang sein wird, nicht nur wirtschaftlich, aber auch was die Entdeckung, die Erkundung angeht, dass die Menschheit sich immer mehr im Weltraum ausdehnen wird und ausdehnen will. Ob sich die kommerzielle Ausbeutung von Himmelskörpern rechnen wird, das steht noch in den Sternen. Also ich würde, glaube ich, nicht in so eine Firma investieren. Wenn man das macht, vielleicht in 200 Jahren. Aber ich glaube, das ist zu früh jetzt. Das lohnt sich nicht. Die Kosten sind viel zu hoch. Ja. Also ich würde nicht jetzt in eine Exploration des Mondes investieren. Ich glaube, das ist keine wirtschaftliche Rechnung im Augenblick. Wenn sich aber der Mensch eines Tages im All ansiedeln möchte, auf dem Mars oder auf dem Mond, dann kann er das nicht langfristig ohne die Rohstoffe, die ihm der Weltraum bietet. Das Schöne an den Mondrohstoffen ist, dass man davon vieles zum Leben einfach gebrauchen kann. Zum Beispiel das Wasser. Das Wasser gibt es in tiefliegenden Kratern an den Polen. Oder Regolith, also so ein Gestein, was ich hier habe. Das kommt zwar jetzt aus meinem Garten, aber Mondgestein sieht eigentlich fast genauso aus. Und es besteht aus Quarz, also Lithiumoxid. Und da kann man den Sauerstoff herauslösen durch Sonnenenergie. Und damit kann man eben auch atmen. Übrigens, man kann den Mond auch ganz anders benutzen, dadurch, dass man ihn verkauft. Da gibt es zum Beispiel einen Herrn Dennis Hope in Amerika, der verkauft dort oben Grundstücke. Ein paar Millionen hat er schon verkauft und 40 Millionen Dollar hat er damit Gewinn gemacht. Das ist doch was. Ganz andere Pläne mit dem Erdtrabanten hat die Firma Space Adventures. Zusammen mit der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos will sie eine Reise rund um den Mond anbieten.
Das Raumschiff wäre eine umgebaute Sojus-Kapsel. Der Ticketpreis rund 150 Millionen Dollar. Das Reisebüro für Weltraumtouristen ist durchaus ernst zu nehmen. Es hat bereits einige Privatpersonen gegen Bezahlung zur internationalen Raumstation geschickt. Man sieht, dass der Mond sehr viel stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. Und ich halte es für sehr vernünftig. Und wenn wir das auf globaler Ebene schaffen werden, dann wird das ein wunderbares Projekt werden für die Menschheit. Ebenfalls Reisen zum Mond will Elon Musk anbieten. Mit seinem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX sollen Touristen zu einer Mondmission aufbrechen. Die Ausflügler werden einmal den Mond umrunden und dann wieder zur Erde zurückkehren. Eine Landung auf dem Erdtrabanten ist auch hier nicht vorgesehen. Geflogen wird mit der hauseigenen Dragon-Kapsel. Das Raumschiff wurde für den Transport von NASA-Astronauten zur Raumstation entwickelt. Das Wissen und die Technik sind vorhanden. Die erste Mission ist ausverkauft. Weitere zahlungskräftige Kunden stehen Schlange. Und diese erwartet eine spektakuläre und sehr exklusive Aussicht. Sehr aktiv in Sachen Mond sind auch die Chinesen. Die Volksrepublik China hat ein langfristiges Mondprogramm begonnen. In der letzten Phase des Programms soll dann eine bemannte Mission zum Erdtrabanten fliegen. Sie sagen, dass sie es tun können. Und ich glaube, dass sie die Mittel dazu haben. Ich glaube, dass die Chinesen dem Rest der Welt beweisen werden, dass sie bemannt zum Mond fliegen können. Die Chinesen haben bereits erfolgreich eine Sonde in die Umlaufbahn des Erdtrabanten geschossen. Im Dezember 2013 schickten sie dann die Sonde Chang'e 3 zum Mond und landeten sie auf der Oberfläche. Sie setzte dort den Rover U2, übersetzt Jadehase, ab. Mit dem Erfolg der Mission ist China nach den USA und der früheren Sowjetunion erst die dritte Nation der Erde, die eine Mondlandung unternommen hat. Der Mond als neues, altes Ziel der Raumfahrtnationen. Also fassen wir nochmal zusammen. Wir werden eine Raumstation haben. Die brauchen wir, um von der Erde kommend hier anzudocken, um dann runterzugehen auf den Mond. Dort werden wir Habitate haben. Wir werden versuchen, von den Ressourcen, also dem Regolith, dem Gestein, Sauerstoff zu extrahieren und mit dem Wasser des Mondes zu leben. Wir werden zeigen, dass wir auf dem Mond überleben können. Und das nicht nur für Monate, sondern für Jahre. Warum das Ganze, werden Sie sich fragen. Nun, die Amerikaner haben dafür einen besonderen Ausdruck. Proving Ground, Testlabor. Wir müssen zeigen, dass wir den Mond nutzen können, um zu überleben. Und wir brauchen das, um zu zeigen, dass wir jahrelang auf dem Mars überleben können. Das ist der einzige Grund, warum wir das hier machen. Die Bedingungen auf dem Mars sind mittlerweile so gut erforscht, dass eine bemannte Mission planbar ist. Der rote Planet ist weitestgehend vermessen und kartografiert. Die Wissenschaftler kennen die Dichte der Atmosphäre und ihre chemische Zusammensetzung, die Temperaturen und die Häufigkeit von Sandstürmen. Es wurde Wasser auf dem Mars gefunden und auch das Gas Methan wurde nachgewiesen. Alles Daten, die für ein Überleben auf dem Mars eine entscheidende Rolle spielen. Die neue Schwerlastrakete SLS der NASA. SLS steht für Space Launch System. Die moderne Trägerrakete ist so leistungsfähig wie die legendäre Mondrakete Saturn V. Doch auch sie könnte nicht gleichzeitig Ausrüstung und Passagiere zum Mars transportieren. Deshalb müsste eine Mission in mehreren Phasen ablaufen. Erst wird das Material zum roten Planeten geflogen, dann folgen die Astronauten. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis der erste Mensch seinen Fuß auf den Mars setzen wird. Die Frage,
wie können wir Treibstoff gewinnen? Wenn wir zum Mars fliegen, müssen wir wieder wegfliegen vom Mars. Und alles hinzubringen scheint nicht die vernünftigste Lösung zu sein. Zum Beispiel aus Wasser Treibstoff gewinnen. Auch das können wir auf dem Mond prima ausprobieren, denn auf den Polen gibt es Wasser. Wie wir das genau gewinnen können, wie wir dann daraus Wasserstoff und Sauerstoff auch erzeugen können, das auszuprobieren auf dem Mond ist sicherlich eine weitere Frage. Die dauerhafte Kolonialisierung des Mars strebt Elon Musk mit seiner Firma SpaceX an. Und er will dafür Raumschiffe entwickeln, die gleich Hunderte von Siedlern auf unseren Nachbarplaneten fliegen. Ich glaube, wir müssen deutlich machen, dass dieser Traum Wirklichkeit ist. Wir werden es machen und immer mehr Unterstützer finden. Wir machen es möglich. Es war immer mein Ziel. Ich habe keine andere Motivation, Gewinne zu generieren, außer um sie in dieses Projekt zu stecken. Es ist mein Beitrag, dass aus der Menschheit eine multiplanetare Zivilisation wird. Der Mars soll besiedelt werden. Innerhalb von 2 bis 3 Generationen könnten 1 Million Menschen auf dem Mars leben. Noch eine Zukunftsvision. Doch gerade die privaten Raumfahrtunternehmen treiben den Markt an. Und das beschleunigt auch die technologische Entwicklung, sodass bemannte Reisen zum Mond und sogar zum Mars in greifbare Nähe rücken. Was wird denn jetzt eigentlich kommen in den nächsten Jahrzehnten? Werden wir auf dem Mond landen, bemannt? Aber natürlich, wenn wir zum Mond fliegen, dann werden wir natürlich auch runter und dort landen. Wird es ein Moon Village geben? Nun ja, wenn wir dort unten landen, werden wir natürlich Habitate haben müssen für Menschen. Ob es gleich ein ganzes Dorf sein wird, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das hängt davon ab, wie viele Nationen mitmachen. Je mehr, desto größer wird dieses Dorf werden. Werden wir Rohstoffe benutzen? Aber natürlich, wenn wir dort leben wollen, brauchen wir Wasser. Wir müssen aus dem Regolith müssen wir den Sauerstoff entziehen, um davon zu leben, um Sauerstoff zu haben und für den Treibstoff zurück zur Erde. Ja, und wie ist das mit dieser Mondstation, der Raumstation im Mondorbit? Naja, also dafür würde ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Wenn genug Geld zusammenkommt, dann macht es Sinn. Und ich glaube, dann wird das Ding auch kommen. Ich glaube, es wird kommen, aber wie gesagt, sicher können wir da nicht sein. Aber eins sollten wir wissen. Und ein Herr Kraft von Erika, ein Ingenieur in den 50er Jahren, hat mal gesagt, wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass wir Raumfahrt machen, dann hätte er uns einen Mond gegeben. Und daran sehen wir, der Mond ist genau das Richtige, um als Trittbett dann in den Weltraum zu kommen. Und denken Sie daran, ohne Mond gäbe es uns nicht. Denn der Mond stabilisiert unsere Erdachse und damit unser Klima. Und nur weil es den Mond gibt, sind wir auch da. Ein neuer Wettlauf zum Mond ist in vollem Gange. Private und staatliche Raumfahrtagenturen planen die Rückkehr zum Erdtrabanten. Sie wollen den Mond nutzen. Als Forschungsstation, zur Gewinnung von Rohstoffen und als Ausgangspunkt bei ihrem Bestreben, immer weiter in die Tiefen des Alls vorzustoßen.